Zu den Nachhaltigkeitszielen gehört auch die Geschlechtergleichheit. In Sachen Gleichberechtigung sind wir in Deutschland fortschrittlich. Trotzdem kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Deshalb habe ich auf Einladung der Frauenunion Lippe gemeinsam mit lippischen Powerfrauen diskutiert. Wo stehen wir heute? Was läuft gut? Wo gibt es noch Probleme? Mit Diana Schumacher und Svetlana Lenger waren auch zwei Unternehmerinnen dabei und schnell wurde klar, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegen noch einige Schwierigkeiten. Flexibler sein bei den Arbeitszeiten, Homeoffice oder ein Betriebskindergarten. Das sind Bausteine, die es nicht nur Frauen besser ermöglichen, mit Familie berufstätig zu sein. Dazu kann auch die Stärkung unserer Kindergärten beitragen. Mit mehr Wertschätzung und einer besseren Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher kann im Kindergarten der Grundstein für selbstbewusste Mädchen und Jungs gelegt werden. In einem Punkt waren wir uns einig. Gemeinsam ist man stärker und zusammen kann man vieles erreichen. Ich bin mir sicher, dass wir nicht das letzte Mal in einer so positiven Runde zusammengesessen haben.